Falls Sie noch zuhören, Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt. Unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat Korrektiv rund 2,5 Millionen Euro an Steuergeldern eingestrichen. Allein aus dem Bundeshaushalt erhielt das unabhängige Journalismusportal seitdem mehr als 1,2 Millionen Euro. Ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern und bekannten Rechtsextremen hat die Diskussion über den Umgang mit der Partei neu entfacht. In Potsdam bekannte Rechtsextremisten getroffen haben mit einigen Mitgliedern der AfD, auch der CDU übrigens. Die Berichte über Deportationspläne, die auf einem Treffen mit AfD-Politikern besprochen worden sein sollen, haben Hunderttausende mobilisiert. Deportationspläne, Deportationspläne. Anlass für die Proteste sind Berichte über ein Treffen, bei dem es um die Deportation Nichtdeutscher gegangen sein soll. Deportationspläne, Deportationspläne, Deportationen, Deportationspläne, Deportation, Deportationspläne, Deportationspläne. Deportationspläne. Übelster Form, ja. Unser Thema heute im Umfragehoch trotz Massendemos. Was zieht Menschen zur AfD? Ich freue mich auf Annette Dovideit, stellvertretende Chefredakteurin von Korrektiv, das Netzwerk, das die Meldung veröffentlicht hat, die die Dinge in Bewegung gebracht hat. Ich glaube, das war auch ein Problem, was manche Leute mit der Berichterstattung von Korrektiv hatten, dass das ja dann gleich in die Richtung von, also in die Nähe von der Wannsee-Konferenz 1942, wo die massenhafte Tötung von Juden beschlossen wurde, gestellt wurde. Ja, aber wir also, haben das nicht geschrieben, ne? Knapp 8 Kilometer entfernt von dem Hotel steht das Haus der Wannsee-Konferenz, auf der die Nazis die systematische Vernichtung der Juden koordinierten. Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert genau. haben. Genau. Genau, da wurde das dann gleich so aufgenommen von vielen Kommentatoren. Was Sellner entwirft, erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, 4 Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Unklar ist, ob Sellner die historische Parallele im Kopf hat. Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen. Nope.